Ich sollte nicht auf dieser Bühne stehen. Vor 2 Wochen hat mich die Nadine angeschrieben. Die Nadine ist eine sehr gute Bekannte, eine bekannte Form von Michael. Und Nadine hat mir gesagt, hey Onur, ich habe deinen Namen weitergegeben, weil jemand war noch auf der Suche nach Rednern. Ich war zuerst mal ein bisschen überwältigt von der Information, weil ich habe noch nie so eine offizielle Rede gehalten. Aber ich habe angenommen, weil ich nehme solche Herausforderungen aus Prinzip an. Dann habe ich den Michael kontaktiert und wir haben den Termin für heute fixiert. Und ab dem Moment wurde in mir mulmig. Ich habe mir gedacht, was erzähle ich den Leuten? Bin ich überhaupt qualifiziert genug, um den Leuten irgendwas zu erzählen? Das sind Marketing-Experten, Unternehmer vielleicht. Und das Gefühl wurde irgendwie, es wurde nicht besser. Ich wusste nicht, worüber ich reden soll. Und ich habe mir gedacht, was, wenn sie herausfinden, dass ich eigentlich gar nicht qualifiziert bin, auf der Bühne zu stehen? Und das werden sie auf jeden Fall, weil es gibt ja diese 10 Minuten Q&A. Und ich habe gemerkt, so wie sich das Hochstapler-Syndrom in mir breit macht. Und das Hochstapler-Syndrom ist nicht, also das Wort habe ich nicht erfunden, das gibt es wirklich. Und das Hochstapler-Syndrom, das ist das starke Gefühl der Unzulänglichkeit, ganz gleich der Erfolge, die man im Leben hat und ganz gleich der Beweise, die sich eigentlich zeigen. Wer von euch kennt das Gefühl? Wer von euch hat dieses Jahr schon Selbstzweifel gehabt? Diese Woche? Heute? Ja, es geht vielen Menschen so. Vielleicht ist es nicht bei jedem ein Hochstapler-Syndrom, aber jeder von uns, wir alle kennen das Gefühl der Unzulänglichkeit oder auch des Selbstzweifels. Und für mich war es nicht das erste Mal, dass ich dieses Gefühl, dieses starke Gefühl des Selbstzweifels hatte. Ich habe 2013 ich habe mich für ein Praktikum beworben in den Vereinigten Staaten. Und Voraussetzung für das Praktikum war, dass man kurz vor dem Studienabschluss steht. Und ich hatte damals noch nicht mal die Matura. Ich war berufsbegleitend am Abendgymnasium. Und 2 Wochen später habe ich trotzdem die Stelle bekommen. Für mich war es natürlich eines der schönsten Momente in meinem Leben, weil hey, cool, du kannst jetzt ein halbes Jahr nach Amerika. Es war zwar ein österreichisches Startup, aber das Praktikum war in Silicon Valley, im Süden von San Francisco. Und die Sache war, über das ganze Praktikum habe ich dann dieses Gefühl gehabt, dass ich es eigentlich nicht verdient habe. Weil ich hatte nicht mal die Matura und da waren Bachelor-Absolventinnen, da waren sogar Master-Absolventinnen unter den Bewerbern. Und mir wäre zu der Zeit niemals der Gedanke gekommen, hey Onur, du hast es verdient. Du hast den gleichen Bewerbungsprozess durchlaufen wie alle anderen und du warst die Person, die man dann ausgewählt hat. Genauso war es auch bei meinem nächsten Job. Ich war die letzten 4 Jahre war ich B2B-Marketing-Manager und ich habe mich über die 4 Jahre ständig irgendwie nicht genug qualifiziert gefühlt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwann kommen sie drauf. Und eines Tages kommt der Chef zu mir und sagt, Onur, wir müssen reden. Und ich denke mir so, fuck. Er kommt in mein Büro und sagt, Onur, ich möchte etwas sagen, was ich eigentlich schon länger sagen wollte. Und ich denke mir, okay, jetzt muss ich einen neuen Job suchen. Also, ich möchte eine Gehaltserhöhung geben. Ich wusste in dem Moment nicht, worauf ich mich mehr freuen soll. Auf die Tatsache, dass ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe oder darauf, dass er nicht herausgefunden hat, dass ich ein Hochstapler bin. Und so ging es aber trotzdem weiter für mich. Dieses Gefühl wurde auch durch das Feedback nicht besser. Und sowas, das starke Gefühl hinterlässt auch seine Spuren. Am 14.02. 2017, am Valentinstag, meine Freundin und ich, wir gehen mexikanisch essen im 5. Bezirk und ich liebe mexikanisch, wir gehen rein und es riecht schon so schön nach Koriander und Salsa, setzen uns hin. Ich bestelle mir, was habe ich gehabt, ich bestelle mir Enchiladas mit einem Tequila Sunrise, sie bestellt sich Tacos mit einer Cola Zero und dann kommt das Essen und ich merke, wie mein Puls auf einmal stärker, schneller schlägt. Ich schaue auf meine Apple Watch, Puls 160.
es macht mich nervös, ich werd noch nervöser und meine Atmung erschwert sich und ich habe das Gefühl, als würde ich nicht mehr genug Luft bekommen und dann merke ich so ein komisches Kribbeln in meinem linken Arm und dann merke ich, ich habe Panik. Ich fasse meinen ganzen Mut zusammen und versuche mich zu beruhigen, schaue meine Freundin an. Ich lasse es natürlich nicht anmerken. Ich schaue sie an und sage, Schatz, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Wir packen all unsere Sachen, steigen ins Auto und fahren Richtung Kaiser-Franz-Josef-Spital. Das ist das Spital, wo ich 1988 geboren wurde. Und ich denke mir nur, es soll nicht das Spital sein, wo ich 2017 sterbe. Und was ich euch nicht gesagt habe, 2017, also zu dem Zeitpunkt, meine Freundin war im dritten Monat schwanger. Ich google den Weg, ich sehe 12 Minuten und über die 12 Minuten denke ich mir nur, ich hoffe, ich überlebe die verdammten 12 Minuten, sodass mein Kind mich auch kennenlernt. Wir kommen an im Spital, ich laufe schnell zum Schalter, ich bin froh, ich habe es geschafft. Wenn mir jetzt was passieren sollte, wurscht, die Ärzte sind da. Ich gehe zum Schalter und sage, ich glaube, ich sterbe, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Die Dame beruhigt mich und ich bekomme Beruhigungsmittel. Mein ganzer Körper wird abgecheckt. Alles ist in Ordnung. EKG passt, Blutbefund passt. Alles war in Ordnung, bis auf die Tatsache, dass ich eine Panikattacke erlitten hatte. Dieses Ereignis hat mich natürlich sehr stark geprägt. Und ich weiß natürlich, dass dieser Selbstzweifel nicht der einzige Grund war für die Panikattacke. Aber ich weiß auch, dass alles irgendwie zusammenhängt. Und ich wusste, ich muss irgendetwas verändern. Also habe ich begonnen mit einer Psychotherapie und habe mir einen Coach an die Seite geholt, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. Und die 2 Jahre darauf, also 2017 bis 2019, habe ich sehr, sehr viel über mich selbst kennengelernt. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, okay, was hat das alles jetzt mit Personal Branding zu tun. Selbstkenntnis ist der erste Schritt, wenn man eine Personal Brand aufbauen will. Es gehört einfach dazu. Und Personal Branding hat so diesen, Menschen stellen sich darunter vor, dass man die eigene Persönlichkeit nimmt, sie als Produkt abpackt und dann verkauft. Und das ist überhaupt nicht, was ich als unter Personal Branding verstehe. Für mich ist Personal Branding zusammengesetzt aus den 3 Punkten. Erstens Selbstkenntnis, zweitens das Überwinden der eigenen Selbstzweifel und der im Zusammenhang stehenden Mut zur Verletzlichkeit. Und der 3. Punkt ist dann die Selbstpräsentation. Viele Menschen denken immer nur an den 3. Punkt, wenn es um Personal Branding geht. Selbstkenntnis. Also ohne Selbstkenntnis gibt es kein Personal Branding. Alles, was dich ausmacht, fließt in deine Personal Brand rein. Das ist deine Story, woher du kommst. Nicht nur geografisch, sondern auch aus deinem Mindset her. Was magst du, was magst du nicht? Was sind deine Werte? Was liebst du, was hast du? Was sind deine Feinde? Nicht nur externe Feinde, sondern auch vielleicht interne Feinde, die du hast. Und dann stellt man sich die Frage, okay, wie mache ich das? Ein guter Tipp ist es, halte deine Gedanken fest. Schreib auf, was du glaubst, über dich zu wissen. Was das für mich gebracht hat, ist, es hat sehr viel Klarheit geschaffen. Oft wissen wir nicht viel über uns, aber was jeder von uns weiß, ist, wir kennen unseren Namen. Dann fang mit deinem Namen an. Schreib in dein Journal und da rate ich, holt euch ein Journal nur für diese Zwecke. Ich bin der Onur. Und dann beginnt man mit einem Satz. Am nächsten Tag schreibt man noch ein bisschen mehr dazu. Und die eigene Persönlichkeit wird immer klarer und kondensiert sich in dem Dokument, was man da hat. Und man wird einfach auch in der Sprache viel klarer, wenn man mit Menschen redet. Man weiß ganz, vielleicht nicht ganz genau, aber man weiß immer mehr, wer man ist, was man will, in welche Richtung man gehen will. Was auch wichtig ist, ist, stell die richtigen Fragen. Es gibt so viele Fragen da draußen, die wir alle noch nicht beantwortet haben. Eine von ihnen ist, wer bin ich? Ein weiteres Tool, was ich verwende, ist, Frage nach Feedback. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Binsenweisheit, aber die wenigsten von uns fragen wirklich nach Feedback. Und damit, also ich habe ein Beispiel, wieso das so wichtig ist. Wenn ich jetzt 3 Tage meine Zähne nicht putze, dann werde ich es nicht riechen, obwohl meine Nase direkt über meinem Mund ist. Aber jeder andere im Raum wird es riechen. Deswegen ist Feedback so wichtig. Und die beste Frage,
um ehrliches Feedback zu bekommen, ist: Sag mir, was ich nicht hören will. Wir haben gelernt, die Sandwich-Methode anzuwenden. Das verstehe ich auch. Wenn ich Manager bin, dann muss ich die Sandwich-Methode anwenden. Ich muss sehr wertschätzend mit Menschen reden und das negative Feedback irgendwie schön einpacken. Aber wenn ich zu jemandem gehe und Feedback haben will, dann möchte ich, dass das so direkt und so ehrlich ist wie möglich. Und wenn ihr euch alle mal die Frage stellt, wann habt ihr zuletzt richtig ehrliches Feedback gegeben? Oft sagen wir einfach Dinge nicht, weil wir Menschen nicht verletzen wollen. Und das ist auch ganz klar. Wenn ich aber Feedback will, dann gehe ich zu der Person und sage, hey, ich möchte, dass du mir das sagst, was ich nicht hören will. Und ich weiß, das ist für dich schwer, aber je mehr es für mich wehtut und je mehr Einsichten ich dadurch habe, umso dankbarer bin ich dir. Also ihr müsst die Menschen auch irgendwie absichern, weil es ist ein Risiko, Feedback zu geben. Wieso? Weil es kann natürlich sein, wenn ich etwas Schlechtes über mich höre von einer anderen Person, dass ich die Person dann weniger mag. Und dieses Risiko ist der Person bekannt. Und deswegen ist es wichtig, das auszusprechen und die Angst irgendwie wegzunehmen. So, der zweite Punkt ist Selbstzweifel überwinden. Genauso wie bei mir jetzt vor 2 Wochen, wo ich das Angebot für die Rede angenommen habe. Ich könnte heute zum Beispiel hierher kommen und darüber reden, wie toll ich bin und wieso ihr mit mir arbeiten sollt und was ich alles erreicht habe in meinem Leben. Aber ich will euch nichts verkaufen. Ich will euch aufrichtig nichts verkaufen. Meine Absicht heute ist es, mit euch eine Connection aufzubauen. Und das geht nur, wenn ich mich von einer menschlichen Seite zeige. Das kann ich nur, wenn ich mich nicht verstecke hinter meinen beruflichen Titeln oder irgendwelchen Zertifikaten. Natürlich hat das alles seinen Platz. Aber um die Verbindung aufzubauen, finde ich, ist es das Wichtigste, das als eigenes Schild fallen zu lassen. Was passiert in dem Moment? In dem Moment, wo ich sage, hey, ich bin ein Mensch genau wie du, ich habe genauso meine Fehler, Vertrauen entsteht, weil ich merke, okay, die Person gegenüber, die will mich nicht angreifen. Ein kleines Beispiel wieder, jetzt, wenn es um das Thema Verletzlichkeit geht. Wenn ihr euch vorstellt, wie ihr selbst verletzlich seid, ihr macht euch verletzlich, wie fühlt ihr euch oder was für Wörter kommen da euch in die Gedanken, wenn ihr selbst verletzlich seid? Erhöhter Pulsschlag. Angst. Stark. Zweifel. Stark oder schwach? Schwach. Und jetzt denk mal an eine andere Person, die auf die Bühne geht und sich verletzlich macht und offen mit euch über Themen redet, die vielleicht nicht jeder machen würde. Was denkt ihr dann über diese Person? Stark. Stark. Mutig. Vorbildlich. Ist es nicht interessant, dass wenn wir über unsere eigene Verletzlichkeit denken oder an unsere eigene Verletzlichkeit denken, dann sehen wir es als Schwäche oder als Feigheit sogar. Wenn wir aber an die Verletzlichkeit von anderen Menschen denken, dann denken wir sofort an Stärke und an Mut. Es gibt eine Autorin, Brené Brown, es ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Sie hat gesagt, wir lieben es, die Wahrheit in anderen zu sehen, aber haben Angst, dass sie in uns gesehen wird. Wenn euch das Thema Verletzlichkeit interessiert, dann kann ich euch empfehlen, das Buch von ihr zu lesen. Daring Greatly heißt es. Es ist eines meiner Lieblingsbücher, wenn nicht das Lieblingsbuch mittlerweile. Eine weitere Sache ist, hör auf, dich zu vergleichen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber wenn wir uns vergleichen, was machen wir? Ich meine, unser Leben ist multidimensional. Jedes Leben besteht aus mehreren Dimensionen. Damit meine ich Beruf, Familie, Gesundheit, Ziele, Freunde etc. Und wenn wir uns selbst vergleichen mit einem anderen Menschen, dann vergleichen wir immer nur eine einzige Dimension und das zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist verdammt unfair dir selbst gegenüber, weil das sagt nichts darüber aus, ob es wirklich besser wäre, in den Schuhen dieser anderen Person zu stecken. Und da auch ein Zitat von Jordan Peterson: Vergleiche dich damit,
wie du gestern warst, nicht damit, wie andere heute sind. Das heißt aber nicht, dass du nicht besser werden sollst. Natürlich sollst du besser werden. Aber nicht, damit du gleich so gut wie die anderen bist oder besser bist als die anderen. Du sollst besser werden, damit du mehr von dem bist, was du eigentlich sein kannst. Der dritte Punkt ist die Selbstpräsentation. Und das ist auch jetzt der Abschluss. Für viele Menschen ist das natürlich der wichtigste Teil, aber ich finde, die ersten zwei Punkte sind weitaus wichtiger, wenn man an die eigene Personal Brand denkt. Ich werde auf das Thema Personal Branding auf Social Media eingehen und im Spezifischen auf LinkedIn. Wir haben schon ein bisschen was gehört über LinkedIn. Ich bin kein LinkedIn-Experte, so wie du wahrscheinlich, aber ich bemühe mich und ein paar Sachen kann ich euch erzählen. Wieso ist LinkedIn für mich so wichtig? LinkedIn ist einfach, seitdem Microsoft übernommen hat, habe ich gemerkt, dass die Usability einfach viel, viel besser geworden ist. Und wenn du eine Personal Brand aufbauen willst, es gibt natürlich andere Plattformen wie Xing, Facebook etc. Für mich ist LinkedIn die Go-To-Plattform momentan. Es hat im Dachraum mittlerweile über 14 Millionen User. Xing ist längst abgehängt. Das heißt nicht, dass Xing nicht relevant ist. Xing ist natürlich auch relevant und Xing hat auch sehr viel nachgeholt jetzt, was Content Publishing etc. betrifft. Also man kann dort jetzt auch sehr cool Content veröffentlichen und wie wir schon vom Vorredner gehört haben, ist Xing, was Events betrifft, einfach verdammt stark im Bereich. Was mir auf LinkedIn ganz besonders gut gefällt, ist die organische Reichweite. Also ihr müsst euch das so vorstellen, überall anders erreicht man niemanden mehr. Jeder beschwert sich darüber, dass Instagram und Facebook ihre Algorithmen so erweitert haben, dass der Content einfach gedrosselt wird. Das ist ja klar, weil es sind sehr viele Leute auf diesen Unternehmen, sehr viele Menschen posten Content, guten Content. Deswegen muss der Content gedrosselt werden. Auf LinkedIn ist es noch nicht so, es ist das Gegenteil. Es sind noch schon viele User, aber relativ wenig Content-Produzenten. Das heißt, wenn ich etwas produziere, sagt LinkedIn zu mir, hey, cool, ich danke dir, deswegen bekommst du eine riesige Reichweite. Natürlich muss der Content auch gut sein, also so Bullshit-Content damit wird man auch auf LinkedIn nicht erfolgreich werden. Vielleicht ein paar Beispiele. Ich habe einen Beitrag gepostet über Find Your Why von Simon Sinek, kennt ihr vielleicht, und habe 9000 Ansichten bekommen. Damit will ich nicht sagen, dass es überdimensional ist, im Vergleich zu anderen Plattformen schon. Was ich damit sagen will, ist, dass die organische Reichweite einfach momentan geil ist. Oder ein weiterer Beitrag, und das war wirklich nur ein Foto und ein paar Absätze, 17.000 Aufrufe, das kriege ich sonst nirgendwo. Und ich bin nicht der Oberprofi, was LinkedIn betrifft. Es gibt Leute, die haben da 200.000, 300.000 Aufrufe. Also ich will nur Aufmerksamkeit auf diese Plattform lenken, weil im B2B-Bereich ist es einfach die allergrößte Plattform auf der Welt und es hat sehr viel Potenzial. Und jeder, der eine Personal Brand aufbauen will, sollte auf jeden Fall drauf. Oder mein letzter Artikel. Das ist der Artikel, den ich geschrieben habe, einen Tag, nachdem ich mit dir geschrieben habe. Geständnis eines Hochstaplers. Das ist die Art, wie ich heute mit meinen Selbstzweifeln umgehe. Ich rede darüber. Und da hatte ich, bei den Artikeln ist es so, dass man viel weniger Ansichten hat, aber das Engagement ist einfach viel größer, weil es ein wertvolleres Stück Content ist und es ist immer prominent auf dem eigenen Profil. Geständnisse eines Hochstaplers, wenn ihr es nicht lesen konntet, das ist der Titel gewesen. Und wie gesagt, das ist die Art, wie ich jetzt mit den Selbstzweifeln umgehe. Ich weiß heute besser als früher, wie ich damit umgehe. Und ich spreche darüber und ich gebe diesen Gefühlen keine Macht mehr über mich. Und das ist genau, was ich gemacht habe. Ich habe diesen Artikel geschrieben und ab dem Punkt, wo ich auf Publish gedrückt habe, hatten diese Gefühle keine Kontrolle mehr über mich. Und es ist so, unsere Selbstzweifel leben von unserer Unfähigkeit zu reden. Wenn du deine Selbstzweifel benennst, verlieren sie ab dem Moment die Kontrolle über dich. Und
Du nimmst ihnen einfach den Sauerstoff weg. Und das Besondere an dieser Sache ist, wenn du dich verletzlich zeigst, dann gibst du allen Menschen um dich herum den Mut und das Recht, das Gleiche zu tun. Dankeschön. Ja, hallo, ich bin der Maxim. Ja. Maxim. Maxim, ja. Ich finde sehr wohl, dass du auf dieser Bühne stehen solltest. Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, ja, dass Persönlichkeit, Authentizität, Reflexion, egal, also als Unternehmer sehr wichtig ist oder als Person auch. Ja. Man merkt auch deine Erfahrung in diesem Bereich, ja, also was Reflexion angeht. Und fand die Präsentation auch sehr, sehr gut, ja, und sehr authentisch, ja, und mach weiter so. Ja. Danke. Das musste ich wirklich sagen. Dankeschön. Ja, was machst du jetzt? Also ich habe mich selbstständig gemacht und ich kämpfe momentan darum, mich also in der Selbstständigkeit zu überleben. Wenn es ums Thema Verletzlichkeit und Authentizität geht, also es ist jetzt nicht so, dass alles super läuft. Es sind Phasen zwischen Euphorie und Panik. Der Jürgen kennt das, also Jürgen ist ein guter Freund von mir und ja, er muss da immer als Kummerkasten dienen. Und ich bin selbstständig im Bereich Personal Branding. Ich habe ein paar Kunden, mit denen ich schon gemeinsam ihren Online-Auftritt plane, strategisch. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Bitte? Das Baby ist mittlerweile da. Baby habe ich, schade, dass ich kein Foto mitgenommen habe. Aber ja, Baby ist gut, ist gesund, ist 2,5 Jahre, war die letzten 2 Tage leider krank, musste zu Hause bleiben, hat irgendeinen Magen-Darm-Infekt. Aber geht gut, Dankeschön. Ich finde auch deine Präsentation sehr toll, also du wirst es noch weit bringen auf jeden Fall mit dem. Danke. Sieht man. Wenn das jetzt schon die Anfänge sind, dann hast du noch einen steilen Weg vor dir. Ich kann das nachvollziehen, was du wegen Therapie und Reflexion halt erlebt hast in 2 Jahren. Ich habe ungefähr vor 2 Jahren so ungefähr dasselbe durchgemacht, wo ich meinen Weg gewechselt habe und auch durch viel Reflektieren und deine Therapie. Mal wollte ich dich vielleicht fragen, vielleicht als Mut für andere, ein paar Wörter dazu zu sagen, wie du vielleicht diese Richtung gekommen bist, generell das zu machen, das wäre vielleicht ein interessanter Weg. Ja, sehr gerne. Also für mich, ich weiß, das Wort Therapie ist sehr oft sehr negativ behaftet. Für mich war es aber immer schon so, dass jede Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln, ist etwas, was ich begrüße. Deswegen war es für mich auch kein großer Schritt, jetzt zu sagen, okay, ich suche mir eine Therapeutin in dem Fall. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, für die ist es eine viel, viel größere Hürde. Die haben vielleicht viel negativere Gedanken über den Begriff. Was ich diesen Menschen sagen würde, ist, probier es einfach mal aus. Schau einfach mal, wie es dir gefällt. Also wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man ja nicht wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Und sieh es als eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Im Endeffekt ist es Selbstreflexion. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Coaching, ich sehe es als auch Coaching, um ehrlich zu sein. Hinten ist eine Frage. Wo? Hallo. Hi. Ich habe eine Frage zu dem Personal Branding. Also du machst das dann vor allem für Social Media oder nicht nur? Ich mache es vor allem für Social Media. Okay, genau. Weil da wäre dann meine Frage, weil das ist mir auch schon so ein bisschen so aufgefallen, so von den Followers und von dem Engagement bei anderen, weil ich vergleiche mich oft, was mir meistens nicht sehr gut tut. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die sehr viel Privates posten, haben deutlich mehr Follower. Und das sind wirklich diese Leute, die posten 20 Stories am Tag, wo sie zeigen, wo sie mit ihrem Hund auf der Couch sitzen und was der Hund da jetzt gerade isst. Oder jedes Detail ihres Alltags. Da gehe ich jetzt gerade hin ins Fitnessstudio. Also wenn man ein Stalker wäre, kann man ihnen eigentlich 24 Stunden am Tag folgen, wo sie gerade sind und was sie gerade tun. Ja. Ich
persönlich habe da ziemliches Problem damit, weil ich will nicht allen, ich glaube, ich bin schon jemand, der gern verletzlich ist vor anderen, aber nicht vor allen Leuten, so die einem, die man gar nicht kennt, die man noch nie gesehen hat. Wie ist das für dich so psychologisch gesehen? Also, ich habe heute um 13 Uhr war ich Gast bei einem Podcast und da ging es auch um diese Themen. Ich weiß jetzt nicht, ob du eine Influencerin bist oder nicht, Nein. oder ob du es vorhast. So, wenn du keine Influencerin bist, dann stellt sich aus meiner Sicht die Frage stellt sich für dich gar nicht, weil du postest einfach das, was du sehen willst, was du zeigen willst. Wenn du auf Instagram bist, kannst du auch unterscheiden zwischen was teile ich mit meinen engen Freunden und was teile ich mit anderen Menschen. Eine grundlegende Frage, die du dir auch stellen solltest, ist, wieso teile ich überhaupt irgendetwas? Wenn du Influencerin bist, dann musst du natürlich eine dicke Haut haben und du musst dir klar sein, die Leute wollen deine Persönlichkeit, die wollen wissen, die wollen vielleicht nicht wissen, die wollen auch wissen, wie es deinem Hund geht. Und wenn du dich verletzlich zeigst, das machen nicht viele, weil Instagram vor allem ist so eine Plattform, wo wir uns alle von unserer schönsten Seite zeigen, also wortwörtlich, weil es sehr viel um Fashion und Beauty geht. Ich glaube, dass die Zukunft, wenn wir jetzt über Influencer-Marketing reden und Influencer-Marketing, das Businessmodell davon ist Personal Branding, dann glaube ich, dass Verletzlichkeit einen sehr großen Stellenwert haben wird, weil Menschen wollen eben nicht mehr dieses Perfekte sehen, Menschen wollen Menschlichkeit sehen und das sticht momentan noch sehr stark heraus. Ich weiß, viel mehr Leute werden das merken und das auch vielleicht als Business sehen und dann darauf einspringen. Das wird nicht unendlich lang funktionieren, aber das ist, was ich glaube, wo es hingeht. Und ich merke das bei meinen Beiträgen. Also ich habe diesen Artikel geschrieben über die Hochstaplerei. Es war unglaublich, was für ein Feedback ich bekommen habe. Die Menschen haben mir Mut zugesprochen. Die Menschen haben gesagt, hey, mir geht es genauso, so wie hier jetzt. Und mich hat das bereichert. Natürlich muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, wo setze ich meine Grenzen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Antwort, sondern das musst du mit dir selbst entscheiden. Ich hoffe, das hilft irgendwie. Ich sage dazu noch kurz was. Ich glaube, dass es so ist, dass die Leute sich mit diesen Influencern mehr verbunden fühlen, die Schwächen zeigen und auch für den Content, den die posten, einen besseren Kontext haben, dass sie einfach besser verstehen, wie sie diesen Content genau meinen, weil sie eben den ganzen Alltag von denen miterleben. Ich glaube, wie siehst du das? Ja, im Endeffekt ist es einfach wie Reality-TV. Reality-TV ist interessant, weil ich einfach weiß, okay, woher kommt die Person und was macht die Person aus, etc. Es ist ein Schritt weiter, weil ich bin ständig mit meinem Handy und die Menschen sehen ständig, was ich mache, wo ich bin, wie ich mich fühle, etc. Aber nicht jeder will Reality-TV. Natürlich. Nein, das muss natürlich nicht. Deswegen sage ich, eines der wichtigsten Dinge ist, für sich selbst zu entscheiden, was ist mein Ziel, wieso, also Social Media, wenn ich sage, LinkedIn hat einen guten Algorithmus für Reichweite, umgemünzt heißt das, LinkedIn macht uns gerade alle süchtig, so wie es Facebook und Instagram gemacht hat. Ein geiler Algorithmus heißt ja nicht, oh, LinkedIn hat uns so lieb. Das heißt, LinkedIn will, dass ich poste und belohnt mich dafür. Und was passiert in meinem Kopf? Okay, da ist jetzt ein Trigger und ich werde belohnt. Und im Endeffekt werde ich süchtig. Also zurückzukommen auf dich, wichtig ist es zu definieren, wieso bin ich auf den sozialen Medien. Vor allem, wenn du es nicht wirtschaftlich nutzt. Wenn du sagst, ich mache damit kein Geld. Willst du mit Menschen Kontakte aufbauen? Willst du dich selbst profilieren vor deinen Freundinnen, vor deinen Freunden, vor anderen Menschen, vor Menschen, die du vielleicht gar nicht magst? Also das ist sehr viel Reflexionsarbeit und muss auch ein bisschen ehrlich mit sich selbst sein. Ich glaube, in deinem Fall, wenn ich da gleich einhaken darf, wenn ich da gleich einhaken darf, und es betrifft mich in ähnlicher Weise,
In deinem Fall geht es ja ums Geld verdienen auch, du bist selbstständig. Ich bin, bin auch selbstständig, beziehungsweise bin der Chef einer Firma und denke mir, und ich sehe das ja auch bei anderen Agenturen, dass viele andere Agenturchefs ihre Personal Brand stärker herausarbeiten. Und ich glaube jetzt, auch nach deiner Frage, dass ich das deswegen auch in der Vergangenheit nicht so stark gemacht habe, nicht weil ich nicht wüsste, wie es geht, sondern weil ich mich auch unwohl fühle. Mhm. Ich poste gerne in meinem Facebook-Feed vor meinen Freunden meine, weiß ich nicht, Erfolge bei Fitness oder sonst irgendwas, ja, oder meine Konzerte, die ich singe oder was auch immer, aber ich brag nicht gern oder ich habe einfach keine Personal-Brand-Strategie, obwohl es eigentlich, wenn ich jetzt einen Social-Media-Workshop mache, natürlich etwas ist, wo ich sage, hey, ja, Thought Leadership, stell deine Experten raus als Firma, ja. Wie schafft man das, wenn man sagt, man hat jemanden, der sich eben nicht ins Rampenlicht, oder ins Rampenlicht schon, aber der nicht, wie haben wir vorher gesagt, der nicht quasi Reality-TV machen will, und wie schaffe ich es dann trotzdem, eine Personal Brand zu entwickeln? Für einen Einzelunternehmer oder für, in meinem Fall, einen Geschäftsführer von einer Agentur? Mhm. Geht das überhaupt? Also, was ich raushöre, ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, etwas von sich selbst preiszugeben, sei es auch businessmäßig. Also, dass ich in die Kamera rede, hey, ich bin der Geschäftsführer von so und so und ich erzähle euch heute das Konzept so und so. Dass es einfach unangenehm sein kann. Ist das, was du meinst? Dass es einfach unangenehm ist, sich vor die Kamera zu stellen und für Social Media etwas zu posten. Die Frage, reicht das in einem professionellen Kontext aus, dass ich dann nur über meine Themen rede, oder muss ich dann was von mir preisgeben, was ich nicht preisgeben will? Oder muss ich dann... Muss das sein, dass ich meinen Alltag, meinen wirklich minutiösen Alltag teile mit all meinen Followers? Muss das sein, um meine Personal Brand, um mich verletzlich zu machen? Das, wovon du sprichst, ich verstehe das auch total, dieses Prinzip mit der Verletzlichkeit. Ich glaube auch, dass du da recht hast, dass wir alle viel verletzlicher sein sollten, einerseits auf Social Media, andererseits ist es halt immer sehr, wenn du Public Profiles hast und so weiter und mit der Allgemeinheit sharest. Also, um es direkt zu antworten, ich glaube nicht, dass du jedes Detail deines Lebens posten musst, damit du erfolgreich bist auf Social Media als Unternehmer oder als Unternehmerin. Es gibt sehr, sehr gute Beispiele von sehr erfolgreichen Unternehmern, die sagen, meine Familie kommt nie und nimmer auf Social Media und sie sind trotzdem erfolgreich. Und in dem Beispiel, was du erwähnt hast, vielleicht geht es ja nicht mal darum, dass sie über alles, also vielleicht sind es nicht die Themen, über die sie posten, vielleicht ist es die Tatsache, dass sie einfach verdammt viel posten. Sicher und du auch. Und du eben nicht postest. Deswegen, der Vergleich momentan ist vielleicht nicht persönliches Posten und nicht persönliches Posten, sondern Posten und nicht Posten. Das ist ein großer Unterschied. Und hat mir aber jemand in meinem Social Media, sorry, dass ich dich unterbreche, in einem Social Media Workshop was anderes gesagt. Die Dame hat gesagt, die hat für viele große Firmen gearbeitet und die hat gesagt, dass sie mir rät oder jedem rät, genau das zu machen, genau diese privaten Sachen zu posten, weil sie gemeint hat, die Leute wollen die wollen dich als Mensch kennenlernen und wenn du immer nur Berufliches postest, dann kriegst, also für sie war das ein wichtiger Faktor, Follower oder Interessenten an deinem Business zu kriegen. Ja. Ja. Aber kann ich nur ganz kurz darauf eingehen, auf die Frage? Also ich weiß nicht, wer diesen Tipp gegeben hat und sie ist wahrscheinlich, du hast gesagt, sie ist sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Tipp ist, zu sagen, poste mehr von deinem Leben. Ich finde, das ist ein schlechter Ratschlag. Ich finde, die richtige, also die Antwort würde ich ein bisschen adaptieren. Ich würde sagen, poste das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Natürlich, wenn du mehr von dir preisgibst, wird es mehr Leute geben, die daran interessiert sind. Aber du hast auch, wie vorhin auch schon erwähnt, einen höheren Streueffekt. Ist es relevant? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ist es relevant, dass ich das poste? Und nicht nur, hey, ich zeige jetzt alles von mir, dass ich ganz viele Likes bekommen, dass mich ganz viele Leute sehen, weil das ist kontraproduktiv. Wichtige Frage, was will ich zeigen, mit welchem Ziel und dann für sich selbst entscheiden, okay. Das heißt nicht, dass man als Businessperson keine privaten Sachen posten soll. Das heißt aber auch nicht, dass man alles preisgeben soll. Es ist auch immer die Frage ist auch, was ist für dich mehr wert? Ist es für dich mehr wert, dass du ganz viele Leute erreichst oder ist es mehr wert, dass du vielleicht auch professioneller wirkst als andere Menschen, die alles zeigen?
Ich werde mich kurz halten. Hallo Klaus, du hast gerade eine LinkedIn-Anfrage bekommen von mir. Super. Danke für deinen Vortrag. Nehme ich gleich an. Um auf deine Frage zurückzukommen. Also ich bin jetzt seit 2005 oder so in sozialen Medien unterwegs und es gibt einfach ein paar Grundregeln. Ja? Also abgesehen davon, tut mir leid, Hundfotos kriegst du keine, aber einen Haufen Katzenfotos von mir. Katzenfotos, also ich bin also ein Cats-Person. Wenn ich die mag, hat es nie gefallen. Ich auch. Nein, es ist also aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, es ist relevant, wie du gesagt hast. Es ist das Thema, aus meiner Sicht, Qualität vor Quantität. Und irgendwo musst du deine persönliche Grenze ziehen. Wie du schon vorhin sagtest, es gibt ein einziges Foto von meinen beiden Kindern auf Facebook, 2011, aus einem besonderen Anlass. Das ist ihre Geschichte. Ich käme nie auf die Idee, nur weil ich meine Kinder liebe, da jetzt Unmengen zu posten. Foodporn gibt es wenig, ja? Aber es ist einfach das Thema, ja, mitteilen. Allein dieses doofe Wort Foodporn, ich meine, wer hat das? Ja, ist, Entschuldigung, Hashtag Foodporn. Ich trenne auch die Verwendung der sozialen Medien. Ja? Also Insta und Facebook ist für mich privat. Ich bin Berufsfotograf, ich hätte von keinem Kunden die Erlaubnis, Fotos auf Facebook zu posten. Ich habe eine Facebook-Seite als Fotograf. Was machst du denn für Fotos? Bitte? Was machst du denn für Fotos? Nur B2B und ich sage immer, keine Hochzeit und keine Knockout. Nein, es geht einfach nicht. Ja. Ich nutze LinkedIn und Xing, ja, vorwiegend LinkedIn. Du musst immer schauen, wofür du es verwendest. Ja. Und da habe ich deine Zusammenfassung sehr gut gefunden, ja, weil es einfach eigentlich auf den Punkt bringt. Danke für die Ergänzung. Gerne. Da gibt es noch eine Frage. Vielleicht kurz ein Kommentar zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, du musst einfach für dich entscheiden, wie möchtest du dich für dich selbst definieren, abgesehen von allem anderen, das, was die anderen von dir denken. Es gibt Sängerinnen, die geben einfach alles von ihrem Leben preis und dann gibt es Beyoncé. Die gibt nichts preis, ja. Und du musst nicht viel von dir preisgeben, um Beyoncé zu sein. Also halt, das ist deine Nische, Gesang ist deine Nische. Bei ihm ist es offensichtlich Mental Health und andere Leute kommunikativ beibringen, was Mental Health, also mentale Gesundheit bedeutet und wie er anderen damit weiterhilft. Number one. Number two, ich habe das psychotherapeutische Propädeutikum fertig gemacht. Fachspezifikum ist noch nicht so ganz in Sicht, aber vielleicht einmal eine Frage an eine Schülerin der Psychotherapie und hoffentlich zukünftige Psychotherapeutin. Was ist für dich oder was ist allgemein wichtig, dass man kompetent auf Fragen von Angststörungen und solche Sachen eingehen muss? Puh, also ich muss sagen, da bin ich ein bisschen überfragt. Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist Empathie. Ich glaube aber, dass du in deinem Probedeutikum wahrscheinlich eher lernen, also die richtigen Antworten bekommen wirst, als wie von mir. Oder sowas bekommen habe. Oder, genau. Aber ich würde sagen, also was ich gemerkt habe, Empathie und einfach Akzeptanz waren die zwei wichtigsten Punkte für mich. Dass ich einfach nicht, dass man zugehört hat, ohne zu urteilen. Das ist eine ganz große Kunst. Das können die wenigsten, glaube ich. Ich hatte das Glück, dass meine Therapeutin das perfekt beherrscht hat. Ich habe einmal gemerkt, sie hat projiziert auf mich. Das war unangenehm. Ich habe es sofort gemerkt. Und das war unangenehm. Aber die meiste Zeit war es wirklich perfekt. Danke. Ich glaube, du wolltest noch was sagen, ja? Naja, es war ein bisschen... Moment. Brauche ich das? Bitte schön. Es war ein bisschen was auf das Thema bezogen mit der Sängerin, weil ich ja auch... Musiker bin und also ich glaube, es ist ein Unterschied, was man jetzt, wie man sich darstellen will. Nicht? Also du hast ja quasi die Möglichkeit, dich so komplett als Kunstfigur darzustellen, so wie Lady Gaga, wo quasi jede einzelne Information erfunden ist. Und dieses Behind the Scenes ist, das steht da oben irgendwo, ist natürlich eigentlich auch interessant. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich Postings mache, die Erfahrung, wenn ich, keine Ahnung, ein schönes Plakat oder was postet, das hat überhaupt es weckt überhaupt kein Interesse. Aber wenn ich jetzt irgendwie die Bierflaschen im Backstage-Bereich fotografiere, dann ist das super, dann hat das irgendwie 150
Likes. Also das ist, genau, also das interessiert die Leute, dieses Behind the Scenes interessiert die Leute natürlich schon, natürlich. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht, also dass man irgendwie diese Sachen halt auch postet, die mit dem Image irgendwie, oder das Image, das man halt sein will. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt, das wäre vielleicht ein bisschen die Frage, inwiefern sich das mit dem sich verletzlich zeigen deckt, weil auf der einen Seite bist du als Künstler ja immer eine Kunstfigur, zumindest das, was du verkörperst auf der Bühne, aber du bist natürlich auch wer anderer privat. Ja, also die Kunst ist es ja auch, also manche Leute, manche Künstler zeigen sich mehr als Kunstfigur, manche Künstler zeigen sich mehr als, hey, ich bin dieser Mensch. Eine Billie Eilish, ich weiß nicht, wem das was sagt, ist, sie versucht, die Billie Eilish zu sein. Aber wenn wir jetzt denken an, also es ist eine sehr junge Künstlerin, wenn wir an Kiss denken, dann ist es 100% Kunst. Das ist, wir wissen ganz genau, musikalisch sind die nicht am Top-Level, sie sind kein David Bowie oder was auch immer, aber sie haben einfach eine Story entwickelt um ihre Person herum, die nichts mit der Realität zu tun hat. Also das hat aber eher weniger zu tun mit dem Thema Verletzlichkeit. Aber gerade Bowie war eine Kunstfigur, die sich permanent selbst erfunden hat. Ich glaube, er hat sich permanent, ich glaube, da kann man drüber streiten. Ich denke, er war eine Figur, die ständig auf der Suche war und unterschiedliche Seiten seiner Persönlichkeit ausgetestet hat. Aber das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Ja, aber du sagst ja selber, eine Figur. Also, Figur, das war jetzt nicht definierend gemeint. Es ist ja trotzdem noch ein Unterschied, wer David Bowie auf der Bühne ist oder wer als Plattenproduzent oder ist, als Künstler ist und die Person, die er ist, wenn du mit ihm in der Kneipe sitzt und redest mit ihm. Das hat und das ist jetzt eben halt auch das, was er öffentlich herzeigt, ist ja nicht das, was du von ihm mitkriegst, wenn du wirklich mit ihm redest. Selten. Ja, das stimmt, ja. Aber die Frage hat er schon beantwortet. Es geht ja nicht um dich selber, um deine Person selber. Es ist das Personal Brand. Eben, das Personal Branding ist. Es geht im professionellen Kontext, um ein Ziel zu erreichen. Ja. Es geht und ja nicht um deine persönliche Selbstentwicklung halt. Ja. Man könnte auch noch darüber reden, okay, was ist, welchen Wert hat jetzt die persönliche, die künstlerische Gestaltung jetzt noch für eine Bedeutung in dem ganzen Kontext. Das ist ja was ganz anderes. Also es ist nicht, muss nicht unbedingt Business sein, sondern ich entfalte mich mit meiner Kunst. Wie viele Fragen können wir noch nehmen? Es gibt keinen Talk mehr. Niemand wartet noch, wer nervös ist auf seinen Einsatz. Eigentlich habe ich keine Frage, ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Ich sehe es halt so, der Markt entscheidet, was er mag, und du entscheidest, ob du danach handelst. Weißt du, was ich meine? Das heißt aber, wenn ich mich mit dem nicht wohlfühle, was der Markt mag, dann bin ich erfolgreich. Das heißt, wenn ich mich aber entscheide, nicht danach zu handeln, was der Markt mag, bin ich nicht erfolgreich. Wenn ihr der Logik folgt. Vielleicht aber glücklich. Also es geht ja nicht nur um den Erfolg. Weil ich meine, Entschuldigung, nur ein Kommentar dazu, was ja auch immer funktioniert, sind Halbnacktfotos zum Beispiel. Ja, sämtliche, da muss, kann man, muss man sich auch wohl passen. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht... Bei Nacktfotos, oder? Auch bei Nacktfotos ist ja egal, wenn man... Vielleicht kann man das so ein bisschen, oder wie siehst du das, vielleicht kann man das so ein bisschen unterscheiden zwischen einer Brand, die etwas darstellt, und die Verlässlichkeit ist etwas, was von deinem persönlichen, wie viel von deinem persönlichen Sein du damit reinpackst, um diese Brand zu, ich glaube, das ist eher der Unterschied. Eine Brand kann komplett erfunden sein, wirkt aber authentisch, wenn du die Verlässlichkeit von deinem eigenen Charakter reinbringst. Nicht? Die Verlässlichkeit kommt ja, ist ja irgendwo ehrlich, wenn sie nicht gestaged ist. Und vielleicht ist das irgendwo der Unterschied, oder? Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass grundsätzlich mal jeder für sich definieren muss. Also ich kann es immer nur wiederholen. Wichtig ist, jeder muss für sich seine Werte definieren. Und wenn mein Wert ist, ich mache jetzt kein Geld, indem ich mich ausziehe, dann werde ich das, egal wie viel Erfolg ich dadurch bekomme, werde ich das nicht machen. Und das macht auch eine Brand authentisch. Wenn ich diesen Werten widerspreche,
dann werden alle in der ersten Reihe zeigen, du bist ein Fake. Und darum geht's. Also ich will nicht als Fake dastehen. Wenn du deinen Werten treu bleibst, dann wird es auch weniger der Fall sein. Wir sehen das ja auch bei größeren Marken. Also wenn die etwas tun, wo wir merken, okay, da nehmen sie sich zu viel vor, dann ist die Brand-Authentizität nicht mehr da. Und genauso ist es auch bei Menschen. Gerade in Ihrem Fall, wo Sie sehr eng mit Ihrer Kundschaft als Gesangslehrerin zusammenarbeitet und sehr persönlich wird, ist es auch wichtig, dass sie dann auch die Menschen anspricht, mit denen sie gut kann und dann auch die dann zu ihr kommen. Ja. Und ich glaube, da kommen dann auch nur die Leute zu ihr, die bei ihrem Social Media sehen, wie sie ist. Ja, wenn ich jetzt sehe, das ist eine eher zurückhaltende Person, das passt zu mir und die buche ich. Ja, ja. Definitiv. Aber eine Entschuldigung, Tussi, die in der Unterwäsche da sitzt, ist nicht mein Fall. Genau. Und mit der kann ich nicht und die buche ich nicht. Genau, du ziehst und so das an. Also, ist sie total authentisch. So ist es. Aber fragen, wie war dein Name? Susanne, fragen wir dich einmal, was willst du mit Social Media erreichen? Das ist eine gute Frage und ich glaube, ich habe mir zu diesen Sachen viel zu wenig selber die Fragen gestellt. Aber das ist die grundlegende Frage, die du mir stellen solltest? Das ist sehr gut, dass du den Vortrag, ich fand deinen Vortrag auch sehr gut. Ja gut, ich meine, jeder, der selbstständig ist, will Kunden gewinnen, oder? Und Social Media ist ein Medium, was man dafür nutzen kann. Aber auch einfach mich als eben Personal Brand aufbauen. Also, wo bist du aktiv? Instagram? Instagram und Facebook. Okay. LinkedIn leider noch viel zu wenig. Ja. Ja, auch vielleicht nicht so relevant für dich, wenn du... Doch, weil ich auch B2B. Für Firmenkunden das schon, anbieten werde, gemeinsam singen für Firmen. Und Ads, mit Ads habe ich keine Erfahrung? Du hast probiert? Ich habe es ausprobiert für meine Gesangsworkshops, hat es damals nicht funktioniert. Aber also ich hatte so immer viele Leute bei meinen Gesangsworkshops, aber nicht über Ads. Mhm. Okay, machst du auch Stimmtraining? Mhm. Okay, das ist B2B sehr, sehr spannend. Ja. Also probier, geh mal auf, was du machen könntest, ist, geh auf LinkedIn, gewinne ein bisschen an Reputation, also schreibe ein paar Artikel und dann mach ein paar Videos, wo du zeigst, wie Stimmtraining probiert und schau mal, wie das ankommt bei den Leuten. Man kann natürlich spekulieren, was passiert, aber wenn du es ausprobierst, wirst du sehen, was hast du da vielleicht eine Meinung dazu? Ich als Experte. Wir haben jede Pause gekriegt. Okay, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr abschweifen, nur auf mein Business. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich dieses Personal, Branding-Thema und Verletzlichkeit sehe ich eben auf Social Media ein bisschen kritisch, weil man kann ja sagen, man ist verletzlich im Privaten oder wenn ich jetzt mit einer Person Auge zu Auge rede, erzähle ich hier vielleicht persönliche Sachen, aber die Frage ist, will man das auf Social Natürlich. Media? Ja. Also und die Frage ist auch, willst du dich überhaupt verletzlich zeigen? Wenn du es nicht willst, dann, also ich sage auch nicht, das ist eine Grundregel, die jeder verwenden muss. Es ist eine Methode, wie du mit den Menschen interagierst. Die andere Methode, die gang und gäbe ist, ist, sich hinzustellen und sagen, ich bin der King der Welt und ihr könnt alles von mir lernen. Das gibt es schon zu viel. Und damit, also ich bin auch nicht der, wenn ich jetzt über mich spreche, ich bin auch nicht der Mensch, der das behaupten kann. Deswegen ist für mich der logische Schluss zu sagen, hey, ich sage einfach, wie ich mich wirklich fühle. Und die wenigsten Menschen machen das. Die wenigsten Menschen. Wir reden darüber. Selbst ich heute, ich sage, ich zeige mich verletzlich. Es gibt sicher so viel, was ich niemals sagen würde. Aber trotzdem sticht es halt irgendwo heraus, weil es einfach kaum vorkommt. Und für mich hat es einen riesengroßen Mehrwert, weil ich einfach merke, dass die Connection zwischen mir und anderen Menschen seitdem viel stärker ist. Weil wir gerade nochmal auf Emotionen, gerade in deinem Fall, du könntest ja mal versuchen, dich vor ein Fenster zu stellen, es regnet draußen und dann dich filmen und sagen, ja, heute muss ich mal einen traurigen Song singen, weil es regnet draußen. Da prostituierst du dich nicht, hast aber trotzdem irgendwie gewisse Emotionen gezeigt. Oder ich singe auch beim Kochen, heute bin ich lustig drauf oder solche Sachen vielleicht. Das ist ein kleiner Einblick ins Privatleben, aber ja, nichts Tragisches vielleicht. Passt das für dich? Ich wollte erstens einmal auch noch sagen, wie toll ich den Vortrag gefunden habe. Und zum Zweiten wollte ich nochmal hervorheben, meine Antwort von dir vorher, dass es vielleicht auch manchmal einfach das zu wenig ist.
Weil ich glaube, ich könnte schon die Balance finden zwischen wie viel ich preisgeben will und wie viel ich nicht preisgeben will und trotzdem mehr an meiner Personal Brand arbeiten, indem ich einfach mehr selber poste, weil ich habe ja genug zu sagen. Ja. Ich habe ja immer wieder Themen, die für meine Zielgruppe und bei mir ist es eben auch natürlich Kunden gewinnen, Kunden binden und als Experte halt wahrgenommen werden, wie es halt im Personal Branding eines CEOs, einer Agentur sein sollte wahrscheinlich. Aber das führt mich zu meiner zweiten Frage dann auch. Was für Ziele kann man mit Personal Branding insgesamt abdecken? Weil du vorher gefragt hast, was ist dein Ziel auf Social Media? Welche Ziele kann ich denn eigentlich, wenn ich es umdrehe, den Spieß, mit Personal Branding abdecken? Also wenn man ein Unternehmer ist, dann ist es erstens mal ganz klar, das hast du, glaube ich, vor allem in Thought Leadership. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wieso willst du Thought Leadership erreichen? Das kann einerseits sein, dass ich als Experte wahrgenommen werde. Thought Leadership, ja, dass meine Meinung in meiner Branche zählt, dass es Gewicht hat. Wieso würde ich das wollen? Ich gebe ganz konkrete Beispiele. Wenn man mich kennt und weiß, dass ich zu diesem bestimmten Thema etwas zu sagen habe und dass das Gewicht hat, dann wird man mich eher einladen zu irgendwelchen Vorträgen als Gastredner, als Debattierer, Debattant, Speaker, genau, vielleicht auch bezahlte Gigs. Also im europäischen Raum ist es nicht so, aber im amerikanischen Raum es gibt Speaker, die leben nur vom Speaken. Das ist ein sehr, 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 sehr großes Business dort. Man kann auch als Autor zum Beispiel das finanziell irgendwie ausnutzen. Eine der größten Personal Brands heutzutage ist zum Beispiel Gary Vaynerchuk. Ich weiß nicht, wem der was sagt. Und ich hätte niemals seine Unternehmen kennengelernt. Also ich wüsste niemals, was für Unternehmen der hat. Ich würde die niemals kennenlernen, wenn ich ihn als Person nicht kennen würde. Ich würde niemals wissen, dass Elon Musk bzw. das Solar City existiert, wenn ich Elon Musk als Personal Brand nicht kennen würde. Also was man schon sehr stark machen kann, ist Aufmerksamkeit indirekt über die eigene Person auf das Unternehmen zu projizieren. Wenn man sich überlegt, auf LinkedIn zum Beispiel, sieht man das auch ganz gut. Ein persönliches Profil ist hat eine viel größere Reichweite als ein Unternehmensprofil. Ich habe 1000 Follower auf LinkedIn und 300 hat meine Firma. Also meine Eben. Personal Brand ist offenbar Eben. Stärker als meine Firma. Viel stärker. Elon Musk hat mehr Follower als all seine Unternehmen zusammen. Also, und das sagt halt schon sehr viel aus und es ist auch viel einfacher, Menschen zu erreichen. Wenn ich eine Brand sehe, also ein Brandlogo, und da ist ein Beitrag, dann fühle ich mich sofort, als würde man mir etwas verkaufen wollen. Wenn eine Person vor mir steht, dann sehe ich zuerst mal eine Person, okay, die erzählt über irgendein Thema, vielleicht ein Thema, was mich persönlich betrifft. Ich habe nicht gleich das Gefühl, und vor allem, wenn die Person jetzt eine Geschichte erzählt, ich habe nicht gleich das Gefühl, als würde sie mir irgendwas verkaufen, außer sie macht es ganz präpotent und sagt, hey, ich habe hier ein Produkt. Das ist natürlich keine gute Art, wie man Storytelling auf Social Media betreibt. Ist da was dabei? Absolut, und auch ein super Connect zu einem anderen Thema. Das ist das Thema Employee Advocacy, was viele Kunden, ich habe das vorher erwähnt, auch machen. Ja. Die sagen, du bist doch als Mitarbeiter, als Fachexperte, als Mitarbeiter von uns doch viel glaubwürdiger als wir als Marke. Dann erzähl doch du für uns unsere Story. Genau. Da muss natürlich auch jeder in der eigenen Comfortzone sein und das machen wollen. Aber das machen wir jetzt mit einem Kunden und da müssen wir die Mitarbeiter dann halt trainieren, dass sie das auch von den Tools her richtig machen und so weiter. Mhm. Aber es ist natürlich auch Überzeugungsarbeit. Hey, deine Firma will, dass du für sie auch Beiträge sharest, weil sie glaubwürdiger sind, wenn du sie bringst, als wenn die Marke sie selber postet. Mhm. Das ist im Prinzip auch die Personal Brand der Mitarbeiter. Es gibt auch sehr gute Beispiele dafür. H&M zum Beispiel hat so ein Influencer-Programm, so ein internes Influencer-Programm oder Advocacy-Programm oder wie man das nennen mag. Sie suchen sich Mitarbeiter raus, die ein geiles Instagram-Profil haben und sie sponsern diese Leute. Oder Adidas, genau. Auch die Adidas Runners in Vienna zum Beispiel sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Es gibt unzählige Beispiele und es wird, glaube ich, immer mehr.